So, wir sind zurück in der nächsten Stage. Wenn jetzt erstmal wieder ein paar Motorradfahrer entgegenkommen, sind wir uns wahrscheinlich. Sieht ein bisschen größer aus. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, schön. Die hatten wir schon mal als Endgegner. Ja, verrecke. Und schrei schön dabei. Was ist los, du? Hier gleich am Anfang weggelatscht, wa? Wichser. Naja, auf jeden Fall brauchen die auf jeden Fall schon mal nicht so viele Treffer. Das ist ganz praktisch. Das Messer möchte ich nicht. Dann nehme ich lieber die Wurfaxt. Und das war's hier. Also heißt aufwärts anscheinend. Das Ganze nennt sich hier übrigens das Burgzentrum, glaube ich, war es. Habt ihr wahrscheinlich gelesen. Was gibt's hier zu sehen? Oh. Ein Sequenzer. Oh, blutige Tränen. Jetzt müsste aber eigentlich auch die richtige Musik dazu ertönen. Tut sie leider nicht. Naja, da ist ja schon allen bekannt, dass das Spiel hier einige kleine Fails hat, leider. Aber nun gut. Das Blut kommt auch auf mich zu, wie schön. Und es, oh, und es verwandelt sich in, keine Ahnung, was das sein soll, was zum Draufhauen. Ja, und es war nichts Besonderes, okay. Ist wahrscheinlich auch besser so. Nichts passiert. Die Magie wirkt nicht, okay. Was für Magie das auch immer sein mag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel ist jetzt gar nicht so schlecht. Das letzte Level oder die letzte Stage, die war jetzt nicht so prall, aber was soll's. Der hat uns direkt mal ein rotes Juwel gegeben. Mann, oh Mann, hier gibt es aber ganz schön viele Abzweigungen und Türen. Oh, Wichser, Fischmenschen, ich bin vergiftet. Fuck. Stirb. Ey, das gibt's gar nicht. Okay, die Selbsttrefferquote, die ist anscheinend ein bisschen höher hier in der Burg. Oder im Burgzentrum. Vergiftet ist richtig verhunzt hier in dem Spiel. Oh, hier haben wir noch eine Karte, eine Mondkarte. Wer weiß, wozu wir sowas noch brauchen oder ob wir es überhaupt noch brauchen. Oh, und ein Speicherkristall. Aber wir gucken erstmal im Raum noch ein bisschen rum. Kann davon nichts mehr tragen. Das heißt, es ist irgendwas zum Essen. Und das werden wir natürlich mal verbrauchen bei unserer Vergiftung hier. So, hoffentlich war das. Ja. So, jetzt aber der Speicherkristall.
Hier mal wieder so ein paar Glasfenster-Ritter, wie auch immer man die nennen soll, von aus der vorletzten Stage. Die auch, ja, ziemlich lang war, kannst du sagen. Meine Lieblingsgegner. Oh, geh runter von mir, verdammte Axt! Sterb, Mann. Alter. Ey, manchmal frage ich mich, ob die Treffer hier irgendwie so random sind, weil teilweise triffst du die zweimal und die sind tot, manchmal musst du zehnmal drauf kloppen. Purifying, was ich glaube ich immer noch nicht benutzt habe. Irgendeine Selbstreinigung, aber ich weiß nicht gegen was sie einreinigt, also ich schätze mal, es ist nicht gegen Vergiftung. Denn dafür gibt es Antidot. Ja, nehmen wir doch mal eine Flamme mit. Cure am Pool. Okay, die ist für Vergiftung. Das ist gut, aber ich bewahre ihn immer auf. Glaube ich mal. Ui, da fällt mir gerade auf, mal gut, dass das andere eben wirklich ein Roastbeef war. Hab gleich drauf geachtet, ob das Chicken, dass ich da weniger von hatte. Was haben wir da? Wieder schon wieder so ein Fischmenschen. Aber der tut uns nichts. Ich bin ein Mensch, das ist nur mal eine äußere Erscheinung, weil ich verflucht bin. Bist du ein Abenteurer? Ich werde dir einen Tipp geben. Um die Mauer zu zerstören, brauchst du zwei magische Materialien. Einmal das Mandragora und das explosive Material. Das zusammen ergibt eine kräftige Kombination. Nimm diesen Schlüssel, um an das Material zu kommen. Oh, da haben wir unseren Freund Marlus, oder wie er hieß. Marlus, warum bist du hier? Ich dachte, du wärst entkommen. Dieser Ort. Entkommen? Zack, wirst du Dracula bekämpfen? Hast du keine Angst? Marlus. Bist du gekommen, um meine Familie zu rächen? Um meine Freunde zu befreien? Das schwöre ich. Ich werde Rache nehmen. Ich werde Dracula zerstören. Unmöglich. What? Warum? Weil du gefangen bist. Du wirst sterben wie Mücken, keine Ahnung. Malles? Alle lebenden Kreaturen. Ach, verdammt. Irgendwann muss ich alles dem Königreich der Dunkelheit beugen oder es wird zerschmettert. Wie Fliegen. Ja, okay, das war jetzt nur so ungefähr das, was es sein sollte, oder was da eigentlich stand, weil ich mal wieder nicht mitgekommen bin. Okay. Wir können das aufnehmen und laufen, aber springen und Treffer kassieren bedeutet, es explodiert und dann sind auch wir tot. Und deswegen sichern wir das mal.
Ja, gut, dass man nicht explodiert, wenn man gegen Mauern rennt. Und ich werde das jetzt auch nicht wirklich ausprobieren, ob man hier vielleicht doch ein bisschen springen kann. Denn, wie ihr, habe auch ich gesehen, dass kurz vor diesem Raum schon eine poröse Mauer war und genau da werden wir es auch abstellen müssen. Und sind es damit wieder los. Aber ich denke mal, es werden noch ein paar Male folgen. Gut. Ja, da steht's am Pfeiler. Und das werde ich jetzt. Kann man darüber? Natürlich nicht. Das sind auch Gitterstäbe, ich Idiot. Dann werden wir uns mal auf die Suche nach dem Mandragora machen. Und weitere meiner Lieblingsräume durchstreiten. Da stehen sie schon wieder, diese Pennersöhne. Ah! Mann, aber das kann doch nicht wahr sein! Aufladen. Das werden wir mal auch benutzen. Eigentlich wollte ich mir noch ein bisschen aufheben, aber der Energieverlust ist doch ein bisschen rapide. Oh, das kann doch nicht sein. Geh jetzt weg, du Wichser. Jawohl. Schön da bleiben, alle beide. Genau, dann kann ich euch abwechselnd einen Hieb in die Fresse. Jawohl. Blitzstrahlen können sie auch noch schießen, klar. Fixer. Gut, ihr seht, man kann ja ziemlich deftig auf die Fresse kriegen. War ja fast noch schlimmer als die erste Runde. Och, komm schon. Na gut, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Speicherpunkt oder wieder am Speicherpunkt vorbei. Da werde ich das Video dann aussetzen lassen. Denn ich sehe, wir haben schon wieder fast 15 Minuten erreicht. Also sage ich schon mal, bis gleich im nächsten Video und bleibt sauber.